So, da das letzte Treasure Farming ja so ziemlich erfolgreich war fürs erste Mal und wieder eine Patrone gefunden haben, sind wir mega motiviert und fahren jetzt an einen See, wo richtig viele Badegäste sind. Was wir dort unter so Sprungtürmen oder einfach am Strand so finden können, das schauen wir uns jetzt an. Hast du alles? Nein, ich hab was vergessen. Wolltest du dich Rucksack mitnehmen, Idiot? Ich hab was vergessen. Was jetzt? Ja. Zu Hause? Meine Badehose. Brauchen wir nicht. Für was brauchst du Badehose? Ich hab Neopren an, oder? Dann geht's los. FKK. Hast du es dir nicht dabei, Jeremy? So Leute, wir sind jetzt am Rietsee, haben unsere Metalldetektoren dabei und jetzt geht's ab im Wasser mit dem Neoprenanzug und gucken, was wir Schönes finden. Nee, das ist Holz, oder? Ist es das? Ja. Echt? Was ein Hitchling, so ein Ding hier. Das fällt durch mein Dutt hier rein. Moment. Weißt du, was das ist? Nee, ich hab gedacht, weißt du, was ich gedacht hab? Das ist eine Lagerschale, wer von der Vespa. Ey, geil, Alter. Endlich. Geil. Jetzt geht es schon los. Aber hier ist ein guter Spot. Wir müssen halt hier campen, dass wir morgen zum 8 Regenwasser können. Wenn der Einlass noch nicht ist, haben wir von 8 bis 10 Zeit. Und um 10 hauen wir dann ab, fahren wir nach Hause grillen. Grillen schön Sucuk. Mit Fadenbrot. In der Sonne, hier auf dem Neoknall, ist so geil warm. Ist richtig geil warm. Ganz große. Alter, hör schon. Ich kann ja auch wissen, du. Die Sau, wo ist sie? Was ist die Genade? Oh, jetzt ist es kalt. Noch Wasser rein. Wir waren jetzt ungefähr anderthalb Stunden im Wasser, weil jetzt leider Badeschluss ist. Konnten wir leider nicht mehr so viel suchen, aber wir haben einiges gefunden. Ein paar Kronkorken, Münzen natürlich auch, wie immer. Ich zeige euch das hier mal. Hier zum Beispiel einen sehr großen Nagel. Kronkorken, wie immer Geld. Sogar 1 Euro. 1 Euro, zeig mal, wie ich das schaffe. Ah, die kann man sogar, warte. Den könnte man sogar noch verwenden, oder?
Natürlich. Müssen nur sauber. Gucken wir uns erstmal Currywurst Pommes gleich. Haben wir schon 2 Euro gefunden. 2 Euro. Bald haben wir unsere Detektoren wieder raus. Ein Stein, der glaube ich nicht mit reingehört. Doch, der ist magnetisch. Der war magnetisch, kein Scheiß. Probieren aus, probieren aus. Ja, ich habe auch geguckt und gedacht, hä, komm, das nimmst du mit. Vielleicht ist noch was drin. Irgendwas krass, gell, wie krass der reagiert. Nägel, Nägel, Nägel. Ein Bierdeckel. Und heute unser bester Fund war ein Ohrring. Sogar gar nicht mehr so schlecht, dass der Ohrring. Wahrscheinlich kein Silber. Yes. Aber darum geht's nicht. Es geht um den Spaß bei der Sache. Und den hatten wir heute definitiv. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir am Rietsee waren. Und es gibt mit Sicherheit noch viel zu entdecken, noch viel zu finden. Hoffentlich auch ein paar wertvollere Sachen. Aber das kommt natürlich mit der Zeit. Das war jetzt unser zweiter Tauchgang insgesamt. Und ja, es wird sich noch viel zeigen. Wir werden noch viel finden. Also bis dahin. Ciao. High five. Geiler Tag, geiler Abend. Krass, dass der reagiert, gell? Aber der reagiert auch nicht gar nicht so leicht, sondern der reagiert richtig. Zinnmünzen.